Sie bekam wieder keine Rose. Den heutigen Muttertag haben viele Promis genutzt, um die wichtigste Person in ihrem Leben zu ehren, die Mama. Auch bei Familie Ochsenknecht scheint das ein wichtiger Tag zu sein. So gratulierte Schein-Ochsenknecht ihrer Mutter Natascha mit liebevollen Worten und einigen süßen Erinnerungsbildern zu ihrem Ehrentag. Doch ein ehemaliges Familienmitglied ging anscheinend heute leer aus, Jelis Kotz. Die Mutter von Jimmy Blue Ochsenknechts Tochter Snow wurde in einem Instagram-Q&A von ihren Followern gefragt, ob sie Blumen von ihrem Ex bekommen hätte. Das verneinte die Influencerin. Das ist schon ein bisschen traurig. Ich hätte mindestens eine Nachricht geschickt, verriet Jelis. Dafür hätte sie aber Blumen von ihrer Familie und lieben Nachrichten von ihrer Community bekommen, schrieb die ehemalige Bachelor-Kandidatin. Jelis scheint immer noch etwas an der Trennung zu nagen. Im Rahmen des gleichen Q&As wurde sie auch gefragt, wie sie sich aus einem Tief rausholt. Ich gehe immer tiefer und tiefer. Die Zeit heilt meine Wunden, antwortete sie darauf. Ob sie sich damit auf ihren Ex Jimmy bezieht, ließ sie offen. Dennoch scheint Jelis froh zu sein, dass sie und der Schauspieler nicht den nächsten Schritt gegangen sind. Zum Glück habe ich nicht geheiratet, war ihre Antwort auf die Frage, ob man zuerst heiraten oder zuerst Kinder bekommen sollte. Die Wahl hätte sie jetzt eh nicht mehr. Was denkst du über Florian Silbereisen trauert, Jelis ist am Muttertag plötzlich verstorben, kommentiere bitte unten, um uns deine Meinung mitzuteilen. Vergesst nicht den Kanal zu liken und zu abonnieren, um Florian Silbereisen zu unterstützen.